Und sportlich geht es gleich weiter mit unserem therapeutischen Trainer Bill Heinrich. Sport im Sommer ist das Thema, sportlich heiß war es noch nicht. Aber was wir dafür beachten müssen, wenn es dann soweit ist und die Sonne scheint, dafür haben wir dich heute da. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Sag, was müssen wir beachten, wenn wir Sport im Sommer machen? Ist das dasselbe wie im Winter oder gibt es da andere Dinge zu berücksichtigen? Im Grunde ist einfach Spaß haben. Das ist einmal das oberste Gebot. Damit man überhaupt Sport macht. Dass man überhaupt was macht, damit man am Ball bleibt. Im Sommer ist es einfach heiß und da braucht der Körper einfach ganz anders viel Wasser. Das bedeutet, durch die Sonne natürlich erwärmst du dich und auch wenn es dir nicht auffällt, schwitzt du. Ja, das heißt, du verbrauchst Flüssigkeit, die du natürlich nachtanken solltest. Mehr als und im Winter. Mehr als im Winter. Und da reden wir aber wirklich von 1,5 Liter mehr als im Winter mindestens. Wow, so viel. Okay, ja. Das fällt, glaube ich, wirklich ja, das heißt, wir verschwitzen ja wirklich auch Salze aus dem Körper. Deswegen ist es total wichtig, auch auf die Ernährung zu achten, damit wir unseren Nährstoff auch durch die Ernährung zu uns nehmen. Mhm. Viel Wasser natürlich. Total wichtig für den Kreislauf auch, ja. Vor allem, wenn man wenig Sport macht, ist es umso wichtiger. Genau. Okay. Das heißt, Wasser trinken. Wasser trinken ist das Wichtigste. Natürlich auf die Ernährung nicht vergessen. Klar. Ja, aber mindestens, vermehrt Wasser trinken. Mindestens 1,5 Liter am Tag, aber bis zu 3-4 Liter ist ganz in Ordnung. Übertreiben sollte man es aber trotzdem nicht. Okay. Genau. Also viel Wasser trinken oder was soll ich zu mir nehmen, wenn ich jetzt lange Strecken, viele gehen jetzt laufen, viele gehen Fahrrad fahren, auch bei großer Hitze, auch Familienausflüge sind nicht so selten. Genau. Reicht da Wasser, weil du hast da nämlich schon was vorbereitet. Ja, da habe ich jetzt was vorbereitet, dazu komme ich auch gleich. Natürlich ist ganz wichtig, wenn du draußen an den Sport machst, auf die Sonne zu achten, wie Kopfbedeckung, total wichtig. Schaut auch cool aus. Ja, kann sein. Was wichtig ist natürlich, genauso einen Sonnenschutz zu tragen. Mhm. Sonnenbrille, total wichtig, weil viele meiner Klienten sagen, hey du Bill, mir tun die Augen einfach weh. Sag ich, ja bitte einfach eine Sonnenbrille nehmen, weil die Sonne ist einfach effektiv und wenn es dann auf dem Asphalt und oder irgendwo auf dem Beton prallt, ja, blendet das, reflektiert. Und es tut dann wirklich in den Augen. Mhm. Also ich empfehle, wirklich auf die Outdoor-Bekleidung auch zu achten, speziell im Sommer und alles ist gut. Dass man sich gut schützt. Genau. Okay. Aber zu dem Cocktail hier wieder zurückzukommen, was du schon erwähnt hast. Ja, genau. Was hast du da mitgebracht? Was sehen wir hier, da alles? Ich habe hier wirklich total simple Geschichten, die eventuell auch im Haushalt natürlich üblich sind oder man kauft sie einfach selbstverständlich. Ganz, ganz simpel gehaltene Getränke. Das heißt, man kann sie kaufen, klar, bekannt als auch Elektrolytengetränke oder isotone Getränke. Okay. Total wichtig für den Körper auch. Hat man eh auch schon mal gehört, so Elektrolytgetränk, Apfelsaft, genau, Bier, genau. Hört man immer mal wieder. Ja, aber antialkoholisch bitte. Ja. Also der Alkoholgehalt ist nicht so optimal. Sonst hört man bei speziell Fußballern oder ähnlicher, ja, Bier nach dem Training ist super. Ja, aber genau. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol auf jeden Fall. Das bringt sich wirklich was. Ich habe hier jetzt mitgebracht. Apfelsaft, oder wem? Bio-Apfelsaft und wirklich einen frisch gepressten oder wirklich einen hochwertigen Orangensaft. Ja. Okay. Was wir jetzt damit machen, zeige ich dir. Natürlich gibt es bestimmte Mischverhältnisse, die man beachten sollte. Okay. Bei Elektrolyte zum Beispiel ist total wichtig. Mehr ist nicht besser. Okay. Ja, im Gegenteil, ist sogar schlecht für den Körper. Warum? Weil es entzieht dem Körper Wasser. Weil zu viel Zucker und Salze drinnen sind. Genau. Okay. Ja, und es ist wichtig, dass man das auch wirklich genau dosiert. Und das zeige ich jetzt gleich. Wir machen es wie zu Hause, so circa beim Kochen. Ja? Okay. Alles klar. Wir haben hier Mineralwasser. Ja. Man kann sich natürlich ein ohne Sprudel, stilles Mineralwasser, aber auch mit Sprudel nehmen. Das ist überhaupt kein Problem, je nachdem, wie man gerne hat. Okay. Wie eine Scholle halt quasi. Ja? Okay. So, wir mischen zusammen. Ja. Magst du das einmal sehen? Ja. So. Wir machen gespritzten Apfelsaft, das möchte ich sehen. Das mehr oder wir weniger. Wir machen es gemeinsam. Du nimmst Orangensaft, ich nehme Apfelsaft. Bitte nur bis zur Hälfte. Ja? Nur bis zur Hälfte, okay. Bis zur Hälfte. Stopp. Perfekt. Ist das die Hälfte? Naja, mehr, also bei mir zumindest. So, plus, was? Minus. Also okay, ja. In etwa. Okay. So, ich habe jetzt leider nur einen Löffel mit. So. Macht nichts. Was ich ist das? Hier. Wir haben hier jetzt einfach nur ganz normales Salz von zu Hause. Ach so, Tafelsalz, oder wie? Okay. Ja. Wir nehmen hier jetzt natürlich, müssen wir achten, das heißt, die Getränke werden auf 1 Liter circa zubereitet. Okay, das heißt, wir werden einfach ein bisschen weniger noch. Plus, minus eine Prise, wenn es ein bisschen mehr ist, macht es auch nicht, ja. So, gut, einmal das ist für eine dich. Große Prise. Einmal für dich. Okay. Super.
Theoretisch hat man jetzt schon quasi ein isotones Getränk, weil Salz ist das wichtigste Element bei einem isotonen Getränk. Okay. Was der Unterschied zum Elektrolytengetränk ist, dass man einfach das etwas hochdosierter macht mit den Kohlenhydraten, weil du einfach den Gehalt vom Kohlenhydrat höher halten musst, weil es soll ja Energie bringen. Ja? Für die Muskulatur. Natürlich auch, ja. Und das trinkt man jetzt so? Oder? Nein, noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Okay. So. Also in diesem Getränk mit dem Apfelsaft kommt noch ein bisschen Traubenzucker. Okay. Wichtig natürlich. Obwohl da eh schon so viel Zucker drin ist. Okay. Und hier nochmal ein Mineralwasser. Wir haben heute ein stilles mitgebracht. Ja. Ich darf dir einschenken. Und für mich auch. Wer natürlich gerne Sprudeln hat, bitte gerne auch Kohlensäure verwenden. Mhm. Ja? Ja, beim Sport mag ich das mal also nicht so gerne. Genau. So. Okay. Das wird einmal gescheit umgerührt. Das heißt, das schmeckt jetzt mal ordentlich salzig. Naja, gar nicht. Du wirst ein Salz kaum rausschmecken, ehrlich gesagt. Ja? Okay. So. Da bin ich gespannt. Warum aber? Ganz einfach erklärt, der Körper enthält ja selber Salze. Also ich habe jetzt nicht gesportelt, aber das ist kein Problem. Ne? Macht nichts. So, ich rühre es auch einmal um. Schmeckst du den Salz extrem raus? Nicht extrem, aber man merkt, dass es ein bisschen salzig ist, ja. Genau. Es ist aber nicht störend, wenn du es wirklich gut dosierst. Ja? Ich lege das jetzt einmal da ab. Und schau, du kannst das jetzt auch probieren. Mhm. Das ist dann quasi dein Elektrolytengetränk. Und so schnell kannst du dir zaubern und auch ein bisschen Geld sparen, weil diese ganzen Getränke kosten ja wirklich einen Haufen Geld. Das stimmt, dass man das einfach... Und so hast du dir wirklich ratzfatz ein super Getränk gebastelt. Ein Sportgetränk, ja. Genau. Und wichtig ist halt das Salz, weil wir so viel rausschwitzen. Ne? Das ist das Allerwichtigste und bei einem Getränk in diesen Mischverhältnissen kannst du nichts falsch machen, weil wir haben jetzt so dosiert, dass das unserem eigenen Körpersalz ähnelt. Ja? Das ist dann wichtig auch für die Flüssigkeitsaufnahme. Der Körper kann dann einfach viel mehr damit anfangen. Das heißt Wasser, ich mag am liebsten Apfelsaft, weil mir die Säure von der Orange nicht so zusagt beim Sporteln. Ja. Bisschen Salz dazu und dann sind wir schon top ausgerüstet. Wann soll ich denn so ein Sportgetränk zu mir nehmen? Ist das egal wann? Oder? Auch wiederum nicht. Also Elektrolyte empfehle ich wirklich Hochleistungssportlern. Also okay. Das bedeutet, wenn du wirklich den ganzen Tag einmal am Berg bist, spazieren zählt wirklich auch für mich zu Hochleistungssport, weil wenn du es einmal fünf Stunden machst, ist es sehr anstrengend. Und während dem Sport kannst du deine Elektrolyte trinken. Das ist super. Ja, das unterstützt dich nochmal, das pusht dich nochmal. Isotone Getränke empfehle ich ja einfach zum Ausgleich. Wenn man jetzt nicht unbedingt Wasser trinken möchte, kann man isotonische Getränke trinken. Aber wenn ich jetzt 10 Minuten spazieren gehe am Tag, brauchst ich das nicht. Brauchst du weder das noch das. Okay, da reicht Wasser. Da reicht Wasser sozusagen. Genau. Okay, super. Vielen lieben Dank. Sehr praktische, einfache Tipps. Vor allem das mit dem Salz dazu ist schon eine sehr einfache Lösung, wie man sich ein Sportgetränk basteln kann, dass der Körper auch wirklich viel Kraft und Power hat beim Sporteln. Vielen lieben Dank dir. Ich danke dir. Viel Spaß beim Sporteln. Danke, mache ich.